Auf diese Bilder haben alle gewartet, die Anteil am Schicksal von Johann Westhauser nahmen. Am Tag 12 nach seinem Unfall, rund 1000 Meter unter der Erde, gelangt der Höhlenforscher endlich wieder an die Oberfläche. Dank des Einsatzes von Männern und Frauen, die die Gefahr nicht scheuten. Der Hubschrauber kommt, der den Patienten in die Klinik bringen wird. Sie sind zusammengewachsen in diesen langen Tagen in Deutschlands tiefster Höhle, Westhauser und seine Retter. In der Region Berchtesgaden ragen die Gipfel hoch in den Himmel. Hier kann schon mal jemand verloren gehen. Über der Erde, aber auch unter der Erde. Genau das ist am Pfingstsonntag passiert. Ein Rückblick auf die dramatischen Tage der Rettungsaktion. Clemens Reindl von der Bayerischen Bergwacht kennt das Labyrinth im Untersberg. Der verunglückte Johann Westhauser gehört zu den Erstbefahrern dieses Riesendings, wie sie die Höhle genannt haben. Insgesamt ist die Höhle die schwierigste, die wir in Deutschland haben. Eine der schwierigsten Höhlen, die wir in Europa haben. Die Herausforderungen sind im oberen Bereich senkrechte Kamine, die bis zu 300, 350 Meter tief sind, wo man sich in der Finsterheit einfach abseilen muss, die steinschlaggefährdet sind. Dann gibt es Querstrecken, die zum Teil Wasser führen. Es gibt sehr enge Kriechstellen, wo man sich durchzwängen muss. Die Höhle ist im absolut obersten Schwierigkeitsgrad. Es ist eine Expedition, die man hier unternimmt in die Tiefe der Erde. Der Einstieg in die Höhle liegt 1843 Meter hoch. Archivbilder von einer routinemäßigen Rettungsübung. Doch was am 8. Juni hier passierte, das war der Worst Case. In dieser Nacht ist Höhlenforscher Johann Westhauser mit zwei Kameraden unterwegs. Ein herabfallender Stein trifft seinen Helm. Er wird schwer verletzt. Und das in 1000 Metern Tiefe. Ein Mann bleibt bei ihm, der andere holt Hilfe. Die Rettungsaktion beginnt 12 Stunden später. So lang braucht der Kamerad, um aus der Höhle wieder herauszukommen. Nur Spezialisten können an einer solchen Bergung teilnehmen. Clemens Reindl von der Bergwacht hat genaue Pläne von der größten und tiefsten Höhle Deutschlands. Man muss verstehen, dass dieser Einsatz ein unheimlich zeitintensiver Einsatz ist. Wir haben da unten einen verletzten Menschen, der selber nicht mehr in der Lage ist, aus dieser Höhle rauszusteigen. Das heißt, er braucht massive Unterstützung. Die Retter, die da rein sind, die sind normalerweise schon sehr gefordert, um die komplexe Situation zu bewältigen. Jetzt brauchen sie aber noch zwei Hände für den Patienten. Zuerst versucht ein deutscher Arzt, zum Unfallort vorzudringen. Doch er muss erschöpft aufgeben, es ist nicht sein erster Einsatz an diesem Tag. Dann läuft eine Rettungsmaschinerie an, wie sie selbst erfahrene Bergwachtler noch nicht erlebt haben, mit Hunderten von Helfern. Alle für diesen einen, der im Dienst der Wissenschaft unterwegs war. Schnelle Recherche an der Uni München. Wir wollen mehr über die Leidenschaft für Höhlen erfahren und dürfen in der Vorlesung von Carola Küfmann stören. Auch wenn es hier gerade um den gemeinen Flusskiesel geht und die meisten Studierenden wahrscheinlich nicht Höhlenforscher werden wollen, die Professorin am Lehrstuhl für Geographie und Landschaftsökologie ist eine der Wissenschaftlerinnen, die von dem Engagement Johann Westhausers profitieren. Wenn er auf seinem langen Weg zurück ans Tageslicht hören könnte, was sie über ihn sagt, wäre das sicher für ihn ein Trost. Er ist natürlich im Dienste der Wissenschaft zugange, aber natürlich darf man bei allem, das er jetzt uns bringt an Nutzen, sage ich jetzt mal, nicht vergessen, dass solche Kaliber fast wie Westhausen et al. Eigentlich die Neugierde treibt. Das ist nichts anderes als Nansen oder Amundsen oder Scott, die die Nord- und Südpolargebiete erobert haben, oder Hillary auf dem Everest war oder Sven Hedin in der Wüste Gobi.
Die wollen wissen, wo sind noch weiße Flecken auf der Erde und wie schauen die aus? Und natürlich kommt da auch dazu, und wenn man die Berichte zum Beispiel auch von Nansen liest, da kriegt man ja Gänsehaut, wenn die das erste Mal als Menschen irgendwo waren, wo sonst noch keiner war. Und das ist natürlich auch eine große Triebfeder. Der Pioniergeist, das sind im Prinzip wirkliche Pioniere, die nach der Terra Incognita im Untergrund forschen. Sie haben da ein konkretes Projekt mit ihm? Ich habe ein Projekt jetzt nicht direkt mit ihm, sondern er ist eigentlich freundlicherweise ein Unterstützer, ein sehr wichtiger unterstützender Partner im Bereich der Probennahme. Das Projekt, das ich also mit Doktoranden habe, und da ist an erster Stelle die Frau Christine Mix zu nennen, die auch in der Gegend hier wohnt und auch dort ihre Diplomarbeit gemacht hat. Die ist angewiesen zum Teil auf Sedimentproben aus den Tiefen des Untersbergs, weil unser Projekt nämlich sich an der Oberfläche abspielt. Unser Projekt heißt, kurz gefasst, die Bodenentwicklung in alpinen Karstflächen, in alpinen Karstsystemen und auch die Gefährdung von Bodenabtrag. Ja? Weil wir haben ja sehr häufig in den nördlichen Kalkalpen im Bereich der Karstgebiete intensive Almwirtschaft. Wir haben Tourismus als weiteren Schwerpunkt und natürlich auch die Installation von den Alpenvereinshütten. Also das heißt auch hier wieder die Verbindung zum Tourismus. Und da ist der Boden als ein wesentlicher, sage ich mal, Faktor, der vermittelt zwischen der Oberfläche und dem Höhlenuntergrund, auch ein wichtiger Punkt, der zum Beispiel als Speichermedium dient, nicht nur für Niederschläge, sondern durchaus auch für Schadstoffe und andere mineralische unbedenkliche Partikel. Bereits am Dienstagabend nach Pfingsten sind mehr als 200 Spezialisten eingetroffen. Allein der Trupp aus Norditalien zählt 16 Freiwillige, die bereit sind, für Westhauser ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Gerhard Bauer ist ein bekannter Natur- und Bergfilmer. Sein Leben lang war er auf den höchsten Gipfeln und in den tiefsten Höhlen unterwegs. Seit Tagen fiebert er mit den Kollegen. Das ist aber genau das große Problem, weil desto mehr Menschen jetzt in so einer Höhle sind, wo eben immer diese senkrechten Schächte bewältigt werden müssen und da die Gefahr riesengroß dann ist, dass irgendjemand einen Steinschlag wieder auslöst und somit eben wieder Menschen verletzt werden können. Bei den Rettern ist also größte Vorsicht angesagt. Ein falscher Tritt kann lebensgefährlich sein. Solche Situationen werden deshalb immer wieder geübt. Stunden später. Wie geht es jetzt weiter? Einsatzleiterbesprechung. Englisch ist die Teamsprache. Es ist jetzt ein neuer Arzt, ein weiterer Arzt der österreichischen Kollegen mit unterwegs. Der ist heute Nacht abgestiegen und derzeit im Biwak 3. Der ruht sich dort aus, dass er dann die zweite Passage mit neuer Kraft auch bewältigen kann. Und heute Morgen ist ein Arzt aus Italien eingestiegen. Der wird sich mit seinem österreichischen Kollegen dort treffen und die werden dann gemeinsam zu den Patienten absteigen. Inzwischen wurde das Rettungsteam verstärkt. Spezialisten auch aus Österreich und der Schweiz sind jetzt dabei. Über den Zustand des Patienten gibt es bislang nur spärliche Nachrichten. Mit dem Funk klappt es noch nicht so richtig. Ständig werden Helfer und Material zur Einstiegsstelle transportiert. Stefan Schneider von der Bergwacht ist immer auf dem Laufenden. Man muss sich das so vorstellen, es sind sehr lange Antennen, sehr lange Wellen, die immer wieder über Repeater verstärkt werden, nach unten gehen. Es wird digital, werden diese Signale aufgezeichnet, umgewandelt und mir so erklärt worden, das ist dann im Prinzip wie ein SMS-System. Mark Schellenberg, das Dorf am Untersberg. Am fünften Tag nach dem Unglück gibt es endlich eine Erfolgsmeldung. Der Transport des Verunglückten von Biwak 5 hinauf zu Biwak 4 ist geglückt. Es ist ein Canyon, da fließt Wasser, die Wände sind schlammig und da muss man sich dann durchhangeln. Wenn man das geschafft hat, hat man Kriechstrecken, wo man gerade mal so durchkommt. Ein Kollege aus Österreich hat es gestern so beschrieben, den Kopf querlegen, ausatmen und dann durchrutschen. Alle warten auf die Pressekonferenz. Wie geht es dem Patienten nach dem schwierigen Transport?
Dann Erleichterung, die Nachricht, auf die man gehofft hatte. Er ist durchweg ansprechbar, ist kreislaufstabil, kann mit Hilfe auch wieder stehen und gehen. Also von daher gehen wir davon aus, dass die Situation sich verbessert hat. Hört sich erfreulich an. Doch aus medizinischer Sicht gibt es noch lang keine Entwarnung, meint jedenfalls Michael Petermeier, Neurologe mit Höhlenerfahrung aus Frankfurt. Es ist in 1000 Meter Tiefe ein Patient mit einem mittelgradigen Schädel-Hirntrauma, wovon wir ausgehen. Und normalerweise über Tage läge dieser Patient auf einer Intensivstation. Natürlich würde man so einen Patienten möglichst wenig bewegen, sodass wir eine permanente Gratwanderung fahren, eine permanente Abwägung zwischen dem, was tun wir Gutes, was tun wir Schlechtes. Das muss man letztendlich bei jeder medizinischen Maßnahme treffen. Und sodass wir diese Entscheidung eigentlich nur von Minute zu Minute treffen können. Auch an diesem Tag müssen wir uns mit Archivbildern von einer früheren Rettungsübung behelfen. Noch gibt es kein Bild vom Einsatz. Doch selbst bei den Übungen ist der Weg nach oben eine Höllenqual. Jeder Griff muss sitzen. Ja, 14. Juni. Seit einer Woche ist Höhlenforscher Westhauser Gefangener der Tiefe. Das Basislager am Untersberg gleicht einem Himalaya-Camp. Immer neue Journalisten sind gekommen auf der Jagd nach Bildern. Doch die Helfer werden von der Bergwacht abgeschirmt. Die Ungeduld der Journalisten wächst von Stunde zu Stunde. Angeblich hat einer versucht, mit dem Helikopter an die Einstiegsstelle zu gelangen, wurde jedoch erfolgreich abgewehrt. 16. Juni. Ein riesiger Abschnitt ist geschafft, hoch ins Biwak 3. Nach 10 Stunden mühsamen Aufstiegs. Es ist 5:30 Uhr morgens und es gibt die ersten Bilder. Der Verletzte ist stoßsicher verpackt. Einsatzleiter Roland Ampenberger informiert über technische Details. Für diesen Abschnitt waren jetzt die ersten 200 Höhenmeter nach oben zu bewerkstelligen, wo eben an einer Rampe mit Hilfe von Seilen Seil verbaut. Das heißt, entweder werden Seilbahnen gebaut oder es wird richtig aufgezogen. Das Aufziehen passiert entweder mit einem Flaschenzug oder mit einem Gegenlastzug. In der Höhle arbeiten jetzt rund 50 Retter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. An der Seite des Verletzten ist immer ein Arzt. Noch 2 Biwaks liegen vor ihnen, bis sie das Tageslicht erreichen werden. Jetzt um 8 Uhr in der Lage wurde uns bekannt gegeben, dass die Patientenmannschaft im Biwak 2 eingetroffen ist. Und sie machen jetzt Pause, sie ruhen. Natürlich wird von ihnen wieder die Frage kommen, wie lange ruhen sie. Die Aussagen, die ich gehört habe, bewegen sich zwischen 2 und 5 Stunden. Wie immer, sie entscheiden selber, wie lange sie ruhen. Der Arzt entscheidet für den Patienten, wie sein Zustand ist. Und dann werden wir weitergehen. Es geht voran, Schritt für Schritt, mit großer Vorsicht. In Kürze wird das Rettungsteam mit dem Verletzten Biwak 2 erreichen, auf rund 500 Metern Tiefe. Spannende Momente, die von draußen hautnah miterlebt werden können. Eine Helmkamera macht es möglich. Eine Berührung des Patienten mit der Wand versucht man zu verhindern. Doch das ist äußerst schwierig. Die italienische Ärztin wird in den nächsten Stunden von einem Kollegen abgelöst. Der Zustand von Westhauser ist zum Glück weiterhin stabil. Der Neurologe Michael Petermeier, von Anfang an dabei, denkt auch an Westhausers Kameraden. Ich glaube, für diese Leute, die da unten beim Verletzten waren, die wirklich getrieben und ich sag mal mit dem Tod im Nacken dann alleine aufgestiegen sind, um die Notrufkette in Gang zu setzen überhaupt. Die haben eine Wahnsinnsverantwortung getragen. Eine unglaubliche Verantwortung. Die waren alleine da unten, über Tage zum Teil, ne? Mit einem Schwerstverletzten. Und die müssen, wenn sie hochkommen, müssen sie diese Verantwortung übergeben. Sonst können die Augen nicht zumachen. Hilfe für die Helfer.
Mitarbeiter vom Kriseninterventionsdienst sind bereits eingeflogen worden. Stefan Bauhofer, Sanitäter aus Berchtesgaden, war einer der ersten Helfer. Er ist zwar ehrenamtlich bei der Bergwacht, doch noch nie zuvor hatte er in einer Höhle übernachtet. Eine außergewöhnliche Erfahrung. Ja, zuerst waren wir natürlich mal froh, dass wir jetzt da sind. Wir haben mal gesehen, der Freund vom Verunfallten ist auch sehr froh gewesen, dass er endlich Unterstützung hat. Und der hat ihn schon über 24 Stunden alleine gepflegt. Und man hat es dem definitiv angesehen, dass er heilfroh war, dass jetzt endlich wer kommt, mit dem man reden kann und dass wir ihm helfen können. Und wir haben dann einfach unser Programm weitergemacht, was wir so auch gewohnt sind. Wir haben den Verunfallten untersucht, haben geschaut, was der hat, haben das versorgt und haben dann einfach auch mitgeholfen bei der Pflege, haben den Biwakplatz hergerichtet und den halt dann weiter gepflegt und versorgt. Die Einsatzleitung Höhle befindet sich im Feuerwehrhaus. Dort laufen alle Drähte zusammen. Markus Hölzel von der Bergwacht Südtirol nimmt uns mit hinein. Jetzt gehen wir schauen. Sie wollen hier die Einsatzleitung neu strukturieren ein bisschen. Und die Italiener sind jetzt da positioniert, auch im Funkraum. Wobei jetzt ist nicht mehr so die Notwendigkeit. Die bringen wir jetzt in einen anderen Raum rüber. Aber da müssen wir auch gewährleisten, dass die Funkverbindung vorhanden ist. Und jetzt muss ich mit dem Abschnittsleiter das ein bisschen abklären, ob die da drüben den Raum beziehen können, ob die drüben einen Funk dann zur Verfügung haben, ob der Funk drüben auch geht. Und dann werden wir das so langsam organisieren, damit wir hier ein bisschen eine andere Ordnung reinkriegen. Es ist halt ein bisschen Neuland hier für jeden. Nicht? Aber es wird schon werden, schön langsam. Nicht? Das Funkgerät ist neu. Für Stefan Bauhofer, den Mann der ersten Stunde, gibt es heute Abend viel zu tun. Er will noch einmal hinab in die Tiefe, mit dabei sein, wenn Westhauser die letzten Meter hochgehievt wird. Das ist ja so groß, die Flaschen, also, weil die gibt es von so klar bis. Und was für Winde, ob das ein Türm und Winde sein soll? Oder? Und dann haben wir noch die Atmung nicht abklären können. Ja, vielfältigste Sachen, was raufgeschafft werden müssen, die verpflegt werden müssen. Und jetzt ist es zwar momentan gerade sehr ruhig, aber es kann sich auch schnell ändern, wenn viele Leute fliegen, müssen wir das wieder mitdokumentieren. Und dass praktisch keiner verloren geht. Wir haben praktisch eine Tafel, wo alle registriert sind, wo wir dann genau festhalten, wer wo ist, wann er abgelöst werden muss, weil natürlich die Ablöse organisiert werden muss und dann auch die Ablöse wieder raufgeflogen werden muss. Von dem her ist es mittlerweile ziemlich komplex, weil sehr viele Personen involviert sind. Und es wird nicht mehr weniger bis zum Ende vom Einsatz. Frage, mhm. Das ist echt der Wahnsinn. Da geht richtig was weiter. Ja. Am nächsten Morgen. Der Hubschrauber ist wieder ununterbrochen im Einsatz. Erschöpfte Mannschaften kehren von einer langen Nacht zurück. Koordinator Markus Hölzel kennt das schon. Ja, schon wie auf dem Schlachtfeld geht's zu. Nicht? Aber es braucht's. Wir haben Bilder aus der Höhle bekommen. Also wenn man das sieht, ja, mir kommt's grausen. Nicht? Also die placken sich zu Tode ab da unten. Nicht? Und die machen das für das Wohlergehen des Patienten. Nicht? Also jeder gibt da wirklich alles. Nicht? Und wenn man die sieht, wie die rauskommen, also die schauen dann schon aus wie die Erdferkel. Und eigentlich gibt es auch Betten für die Helfer in der Berchtesgadener Kaserne. Die Malteser kochen. Selten hat die Pasta so gut geschmeckt. Natürlich werden auch extra Essenspakete für den Höhlentrip zubereitet. Bitte schön, einen guten. Oh, das ist auch sehr übersichtlich. Die Doktorin, die war eine Übergabe. Es ist an alles gedacht. Schließlich leisten die Retter Schwerstarbeit. Klar, jeder Bergretter oder Bergwachtler würde jetzt gerne zu diesem Einsatz herkommen. Aber im Gespräch mit der Einsatzleitung kommt ganz klar raus, jetzt müssen die richtigen Leute mit den richtigen Mitteln zur richtigen Zeit und am richtigen Ort eingesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt weiß keiner, wie lange die Rettung noch dauern wird. Man agiert von Tag zu Tag.
Für den Neurologen Michael Petermeier geht der Einsatz heute zu Ende. Er reist zurück nach Frankfurt zur Familie. Die 10 Tage waren in mehrfacher Hinsicht ein großes Erlebnis. So manches Team könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Das Schönste ist, glaube ich, dass hier kommen Leute zusammen, die vorher nie zusammen an einem Tisch gesessen hätten. Die ehrenamtlich Tätigen oder die Hochambitionierten. Diese Arbeit ist, glaube ich, ein Teil der Persönlichkeit. Das macht einfach ganz viel von deren Personen aus. Und manche fühlen sich dann nicht wirklich ernst genommen. Da gibt es dann Befindlichkeitsstörungen. Und die haben wir hinter uns gelassen. Und es gibt auch Leute, die man einfach wirklich auch gut gebrauchen kann, die aber jetzt nicht unbedingt ins Team passen, die dann auch bereit waren, in die zweite Reihe zurückzutreten und zu sagen, okay, komm, es geht hier um ein Ziel, wir ziehen alle an einem Strang. Die Fachkenntnisse der Schweizer Höhlenretter haben Michael Petermeier besonders beeindruckt. Auch sie werden jetzt nicht mehr gebraucht. Der Verletztentransport kommt inzwischen gut voran. Doch für Stefan Bauhofer geht es in ein paar Stunden zurück in die Höhle. Gemeinsam mit 60 Rettern will er Johann Westhauser an die Erdoberfläche holen. Primär ist es so, dass es halt in der Höhle jetzt keinen direkten Tagesablauf mehr gibt, weil sobald man eigentlich reinkommt, ein paar Stunden später, weiß man weder, wie spät es ist, noch sonst irgendwas. Ich habe auch keine Uhr dabei gehabt selber. Von dem her, nach dem ersten Tag weiß man eigentlich schon immer, ist jetzt Sonntag, Montag oder Dienstag. Und dann wird eigentlich bloß noch das gemacht, was jetzt erforderlich ist. Sprich, primär wird natürlich der Patient gepflegt. Und dann muss natürlich gekocht werden, muss Biwakplätze ausgebaut werden. Und wenn man nichts zum Tor hat, dann legt man sich in den Schlafsack. Weil der Schlafsack eigentlich der einzige warme Ort ist, wo man sich aufhalten kann und wo auch dann die Kleidung wieder trocknet. Was aber nochmal die Rettungskräfte hier mit der zusätzlichen Mannschaft der Sicherheit zu geben. Das Medieninteresse an dieser spektakulären Rettungsaktion steigt von Tag zu Tag. Rund 60 Journalisten berichten inzwischen direkt von der Einsatzstelle. Nicht auf den Füßen in der Trage aufsteht, sondern dass er in seinem Klettergerüstsystem auch so mit diesen Möbeln ab. Inzwischen gibt es dreimal am Tag eine Pressekonferenz. Wie viele andere BR-Kollegen ist Anne Hinder seit Tagen für uns im Einsatz. Der Übertragungswagen wird dann fast so etwas wie ein zweites Zuhause. Kurz vor dem Ende der Rettungsaktion reflektiert die junge Kollegin den ganzen Rummel. Für die Presse war es auch nicht immer ganz einfach, für uns hier zu arbeiten, weil es geht natürlich den ganzen Einsatzkräften darum, den Einsatz gut voranzubringen und nicht darum, darüber zu berichten. Aber es interessiert natürlich alle, wie geht's weiter. Und uns interessiert es natürlich auch, wie läuft es da drinnen ab, wie geht es den Leuten, die damit zu tun haben, wie geht es den Verletzten, was passiert da alles. Aber es ist natürlich dieses Abwägen auch von den Rettern und von der Einsatzleitung, was können sie rausgeben, was können sie nicht rausgeben. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier nicht quasi direkt unten, sondern sind inzwischen vom Gelände verbannt worden, weil da auch Informationen rausgekommen sind, die eigentlich nicht hätten rauskommen sollen. Und probieren jetzt hier von ein bisschen weiter außerhalb einfach mitzubekommen, trotzdem, wie geht's weiter und was passiert da. Die Spannung wächst im Lauf dieses Tages. Die Rede ist von 22 Uhr. Um die Zeit wollen sie es geschafft haben. Doch auch wenn die Helmkamera fast Spielfilm suggeriert, so schnell geht das mit dem Happy End in der Wirklichkeit nicht. Er hängt fest, heißt es auf einmal. Das wird heute wohl nichts mehr. Sie haben vorher eigentlich alle Szenarien durchgespielt, aber der Berg ist eben nicht berechenbar und dieses Riesending von Höhle schon gar nicht. Unten machen sie jetzt eine mehrstündige Rast. Oben ist man erleichtert, wenn man weiß, die Retter tanken Kraft. Der letzte Tag. Die Journalisten hängen noch ein bisschen ab. Sie wissen, das ist jetzt die allerletzte Etappe da unten. Oben, wo außer den Rettern niemand hin darf, ist es soweit. 11.44 Uhr am katholischen Feiertag Fronleichnam. An alle unten! An alle unten! Wenn wir an die Kante kommen jetzt, ist höchste Steinschlucke vor. Am besten hinten reingehen. Am besten weg von da.
So weg. Auf, wir gehen mal, dass unter Zug bleibt. Du bist da? Der Steff. Zum ersten Mal wieder im Tageslicht. Der ganze Mensch ein schmales Paket auf dem Weg zurück ins Leben. Stefan Bauhofer, der Bergwachtler, der als einer der ersten Helfer vor Ort war und jetzt am Schluss wieder dabei, nur glücklich. Südtiroler Steck gibt's. Johann Westhauser wird jetzt erst einmal in das vorbereitete Medizinzelt gebracht, damit die Ärzte untersuchen können, ob er transportfähig ist. Er soll von diesem 1843 Meter hohen Plateau in eine Klinik geflogen werden. Die gute Nachricht kommt bald. Dem Johann geht's gut, lassen die Ärzte ausrichten. Gut, stabil. Wir können euch freuen. Kein Problem. Im Ganzen alles okay. Ja? Der Höhlenforscher hat es seinen Rettern so leicht wie möglich gemacht. Super kooperiert, heißt es. Der Respekt dürfte gegenseitig sein. Der Höhlentrip wird ihn und seine insgesamt 200 Begleiter da unten wohl für immer verbinden. Jetzt reichen sie die Trage von Mann zu Mann nach oben zum Hubschrauber. Es wirkt fast wie ein Ehrenspalier. Westhauser ist inzwischen in der Klinik angekommen. Es soll ihm den Umständen entsprechend gut gehen. Auf dem Berg drehen durfte nur der erfahrene, BR-Zuschauern lang vertraute Kameramann Sepp Würmann. Er ist selbst einmal einer Katastrophe knapp entkommen und weiß, dass Coolness nicht alles ist. Was einfach nachher so war, als er dann heraus war, das zu sehen, dass so eins, also fast jeder irgendwie emotional total berührt war. Und dass er, wo ich nie glaubt hätte, dass die wirklich dann so die Augen gewischt haben. Die Riesendinghöhle wird zugesperrt, um Katastrophentourismus von vornherein abzuwehren. Okay, fast zu Ende. Auf einer Pressekonferenz ziehen Norbert Heiland von der Bergwacht und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Bilanz. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht zu pathetisch werden, aber ich denke, dass man davon sprechen kann, dass in den vergangenen 12 Tagen hier am Untersberg ein Kapitel alpine Rettungsgeschichte geschrieben worden ist. Beifall für die Retter aus 5 europäischen Ländern. Allein hätte die Bergwacht trotz ihrer Einsatzstärke und ihrer großen Routine diesen Einsatz nicht erfolgreich meistern können. Deshalb gilt unser aller Dank vor allem der vorbildlichen internationalen Solidarität der Spezialisten aus Österreich, der Schweiz, aus Italien und Kroatien. Vielen herzlichen Dank dafür im Namen nicht nur der Bergwacht, sondern im Namen des Freistaats Bayern und der Bundesrepublik Deutschland. Das ist alles andere als selbstverständlich gewesen. Vielen Dank dafür. Wenn die Journalisten und die Einsatzkräfte abgereist sind, kehrt wieder Ruhe ein am Untersberg. Vergessen wird diese Pfingsttage so schnell keiner. Musik